Tag, meine Damen und Herren, und willkommen beim neuen Part von Let's Play Techmod. Lang ist's her, hoffentlich funktioniert's noch. Hab seit einiger Zeit nicht mehr reingeguckt. Es müsste theoretisch das älteste sein, das ist das hier. So, das müsste auch klappen und ich hoffe, dass das Spiel auch an sich klappt, weil hab's lang halt nicht mehr gespielt und dass die Einstellungen noch alle passen. Schön, cool, ich warte. So. Ich kann mich noch leicht daran erinnern, dass wir recht stark in der Niederlage waren. Oder halt, ich nenne es mal im Minus, nenne ich es mal. Da wir als beinahe einzigste richtige Zivilisation nur so einen Furz und dann noch einen Furz haben und der Gegner hat hier mehr als 3 Fürze auf einem Fleck da rum. Ist ein bisschen unausgeglichen. Und ich glaube, wir waren auch dabei, Krieg zu führen gegen die Franzen. Ich gucke mal, das war diplomatische Verhandlungen. Nein, doch nicht. Kolopidie, die Chronik. Wo war es denn? Kontinentalkongress? Ist es nicht. Gründerväter, so, das war das. Einheitenliste auch nicht. Ich glaube, das war da Diplomatie, das war hinter dem Aufnahmeteil, wo meine FPS und so stehen. Rotheißkrieg. Ich habe mit denen sogar offene Grenzen. Wäre auch ein wenig Zeit. Ich rede mal mit dem. Der ist mit jemandem im Krieg, aber der ist mit mir nicht im Krieg. Der ist mit den Aztekenreich im Krieg. Wir sind recht neutral und wir haben eigentlich recht viel Spaß zusammen. Reden wir auch ein bisschen mit dem Lewis Fronton. Offene Grenzen und schon gut. Wir haben mehr Gold als die. Aber das liegt auch daran, dass wir nichts kaufen. Das war schon. Auf Wiedersehen. Dann würde ich sagen, wo ist denn unser Schiff? Dann könnten wir theoretisch Eurobatter F2. Wir haben dort nichts. Könnten auch nichts holen, aber dafür könnten wir Sachen kaufen. Ich glaube, ich habe auf einen Typen gespart. Das ist auch unser Schiff. Gehen wir erstmal zu Boston und gucken. Okay. Achso, gut, gucken erstmal, wie das hier läuft. Wir produzieren Rum und Stoff im Überfluss. Rum braucht man, also Rum wird aus Zucker und, ja, aus Zucker produziert. Sind zurzeit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zack. Zack, Pflanze. Und wie viel würde ein freier Kolonist? 8. Dann heißt es, er produziert ein mehr. Das ist gut, das ist wirklich gut. Theoretisch könnten wir da auch eine Farm bauen, dann würde er mehr produzieren. Stoffe produziert man aus Baumwolle. Baumwolle bleibt konstant. Und dann produzieren wir noch 2% Freiheit. 0% des Volkes wollen die Unabhängigkeit. Rebellische Vordenker.
Defensivbonus und plus 30. Bürgerautomatisierung ausschalten. Dann ist von mir. Gucken wir mal in die andere Stadt. Das ist auch nur so, um uns einzufrischen. Ich mag es nicht, dass da ein Silberschürfer ist. Ich mag es ehrlich gesagt nicht, dass da Krieger in meiner Stadt sind. Das hat mich gestört. Kann ich? Danke. Das ist ein bisschen hackelig gerade. Ich weiß auch nicht warum. Gerade produzieren wir die Rumbrennerei. Aus welchem Grund? Weil hier viel Rum ist. Oder weil wir viel Zucker produzieren können. Dann will ich erstmal sagen, dass wir dem. Dass wir dem Einheitstrott beibehalten und in die nächste Runde gehen. Weißer Mann, unsere Jungkrieger dürsten nach ihrer Tapferkeit, wenn sie uns mit 2700 entschieden. Wir brauchen keine Söldner gerade. Theoretisch ist es nie gut. Der Preis für Zucker ist gestiegen. Theoretisch könnte ich dann hier produzieren wir gerade genügend Zucker und benötigen Holz. Die hier würde 4 Holz produzieren, die 3 Nahrung, da kommen, den schicke ich wieder auf Nahrungsproduktion, damit wir genügend Nahrung, oder ich schicke den hier auf Nahrungsproduktion und den hier dann auf Holz fällen, damit wir auch Holz produzieren. Dann haben wir jedenfalls ein geschlossenes System. Dann könnten wir hier versuchen, einen freien Kolonisten, die produzieren wir ja bei 100 Nahrung. Das heißt, dass ich einen hier rausschicken werde. Ein Siedler außerhalb der Siedlung. Und dann schicke ich auch noch einen Meisterschmied für die... warte, ein Meisterschmied. Meisterschmied und mit Holz, der produziert 3. Ein Meisterschmied, glaube ich, war um Hämmer zu, um Waffen zu produzieren. Was ist gerade ein Auftrag? Einer plus 2 Nahrung, das ist recht gut. Kann weitergebaut werden. Da kann das da auch weitergebaut werden. Dann haben wir kein Defizit von Holz. Oder produzieren wir Baumwolle, die wir dann verkaufen können. Zwar kriegen wir hier für 9 Gold. Das ist 9 Gold, aber 12 Runden oder 20 Runden. Das sind die 3 Runden, die machen nichts aus. Schicke ich den erstmal auf Bewegungstour, damit hier ein recht größeres System aufgebaut wird, indem wir ihn. Das ist alles hier so von Einheiten besetzt. Ich könnte ihn theoretisch hier hinschicken, aber da ist so wenig Nahrung auf einem Fleck. Der Gegner sah theoretisch hier alles ab. Ich könnte ihn hier hinschicken und eine Stadt aufbauen. Das werde ich auch erstmal. Der Planwagen hat was im Gepäck? Der Planwagen hat nichts im Gepäck. Dann werde ich ihn mal. Dann würde ich ihm gar nichts sagen und sagen, er soll. Wo steht es? Ausruhen. Die Miliz fortified. Dann gehen wir mal weiter mit Eingabetaste. Gucken. Gibt es gerade nichts zu tun? Eingabetaste. Die Rumbrennerei wurde gebaut, dann würde ich mal sagen, dass wir mal gucken, was gibt's denn hier en masse? Gar nichts. Rein, gar nichts. Doch Pelze können wir theoretisch nehmen. Das ist ein Meister-Wencher. Hält nichts fürs Gebäude. Gut. Und da können wir, glaube ich, theoretisch ein Feld bauen, aber dafür fehlen uns die. Das sind. Wir haben Pferde. Theoretisch könnte ich den da.
Bär losschicken und Lagerhaus. Rom für 999 und 731 heißt das jetzt ein Meisterzimmermann erstmal. Und dann könnten wir noch erstens einen erfahrenen Bauern brauchen wir und dann könnte ich mir schon ein Frachtraum 4 kann nur verteidigen. Ein Kaperfahrer. Ich brauche halt eine Westindien. Schiff werde ich dann doch nicht kaufen. Ich könnte theoretisch ein. Hier kann eine neue Siedlung bauen. Da war es das erstmal. Dann nehmen wir die zwei mit und fahren in die neue Welt nach Boston. Da gehen wir zurück. Das Apachenvolk bedroht den Frieden. Wir müssen es. Nein. Tut mir leid, weil. Wiedersehen, weil. Hier sind. Da sind die Ortheg. Das da sind die. Das sind die Mangas Colorado. Arsch! Oh, du mich auch. Das ist schlecht am schlechtesten. Ich könnte theoretisch. Das ist so mies gelaufen. Geht zu denen da und. Keine Ahnung was und frag den, ob du den das abluchsen könntest, weil wenn wir das Feld da auch noch kriegen könnten, wäre schön praktisch. Runde beenden mit Eingabetaste. Ab sofort der 400 Stadt. Treu untertan. Einverstanden. Tut mir leid, nein. Ja, tut mir leid. Guck dir das an. Guck dir das an. Luis de Fontaine von Robert de Silva gewinnen können. Erstmal mit den Mangas Colorados Handel. Grifline. Ich möchte eins eurer Dörfer kriegen. Das ist am besten. Das da generiert immer noch ein paar bisschen Zuwachs. Dort könnten wir auch theoretisch einen erfahrenen Baumwollpflanzer generieren. Brauchen wir aber nicht. Mal gucken. Du. Weiter. Mit dem Häuptling sprechen. Willkommen, Fremde. Du kannst von uns lernen. Erfahren Eisen. Wir benötigen Schusswaffen. Schusswaffen. Erfahren Eisenschürfer. Cool, dann könnten wir theoretisch hier bei dem, der ist da, das da abschicken und das da und das da hinschicken. Für so viel kriegen wir 18 und dafür kriegen wir 11 und die dann doch weg und dafür den da. Hey, das bringt bares Geld. So, dann könnten wir den da. Das könnten wir dahin schicken und den Meisterfarmer schicken wir dahin. Kriegen wir richtig viel Nahrung. Oder auch nicht, dass sich das eher ausgleicht. Und den Meisterzimmermann können wir dann zu dir mit dem
mit dem Indianer hier. Mit dem Indianer hier.